Moin moin Leute, ich bin's Lenny und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Erstmal möchte ich mich herzlich bedanken bei all den neuen Zuschauern, die ihren Weg auf meinen Kanal gefunden haben. Wie ihr schon seht, stehe ich hier im verschneiten Wald mittendrin und ich habe mir gedacht, ich nutze dieses wundervolle Wetter mal aus, um mich ein paar Challenges zu stellen. Das wäre doch super, wenn ich jetzt die Sachen, die ich damals ins Flaschenvideo gepackt habe, also in die Flasche, wenn ich die mal im Praxistest wirklich teste, und zwar in ihrer realistischen Anwendbarkeit für einen Shelterbau. Ganz speziell den Notfall-Biwaksack, den ich damals doppelt in die Flasche gepackt hatte. Das sind natürlich hier nicht ganz realistische Seven vs. Wild Bedingungen, denn erstmal ist das Wetter ein ganz anderes, zweitens habe ich keinen Teamkameraden und drittens ist die Tageszeit sehr viel kürzer. Ja, ich werde das eventuell auf mehrere Tage ausweiten, weil einfach es sehr schnell dunkel wird. Dadurch, dass ich keinen Teamkameraden an meiner Seite habe, habe ich mir gedacht, ich baue jetzt eben ein Ein-Mann-Shelter. Halbe Arbeitskraft, etwa halber Aufwand, halbe Arbeitszeit. Aber am Ende geht es eben um die realistische Nutzbarkeit des Notfall-Biwaksacks als Shelterplane. Außerdem möchte ich dieses Wetter mal nutzen, um zu schauen, ob es mir gelingt, bei diesem Wetter mit einem Feuerstahl Feuer anzumachen. Dabei geht es mir darum, nicht nur einfach eine initiale Flamme zu zünden, sondern das Feuer auch so weit brennen zu lassen, dass man sagen kann, jetzt ist es groß und heiß genug, dass man leicht feuchtes Material reinwerfen kann, was dann wiederum Feuer fängt. Also diese Challenges möchte ich heute machen, eventuell auf mehrere Tage verteilt. Schauen wir mal. Und was ich als erstes machen möchte, ist erstmal ein bisschen Zunder und Holzbrennmaterial suchen und das irgendwo unter meine Klamotten über die erste Kleidungsschicht oder die zweite stecken, dass es da von der Körperwärme getrocknet wird, während ich mich an den Shelterbau mache. Das heißt, das suche ich jetzt als allererstes. Bei so einem Wetter ist natürlich, dass man die toten Bäume, die so am Boden liegen, gar nicht auf den ersten Blick identifizieren kann. Wenn man jetzt zum Beispiel nach sowas wie einem Birkenstamm sucht, dass man da erstmal den Schnee runter schubsen muss, um zu erkennen, ob man eine Birke vor sich hat. Ich suche jetzt eine tote Birke, von der ich mir etwas Rinde abholen kann. Ich habe jetzt meine Birkenrinde gesammelt für später. Und damit die so ein bisschen trockener wird, knülle ich die jetzt mal so ein bisschen zusammen, nicht zu sehr, und stecke die mir einfach unter die Kleidung. So, jetzt sitzt das Ganze hier knapp unter der Achsel oder an der Achsel, zwischen den engen sitzenden Klamotten, von trockenem Stoff umgeben, der die Feuchtigkeit aufsaugen kann. Also jetzt wird Material rangeschafft, dadurch werde ich warm, das Material an meiner Achsel wird warm und hoffentlich trocken, und ich werde jetzt noch mal nebenbei noch mal ein bisschen Feuerholz aufsuchen. So, ich habe hier so einen schönen umgefallenen Baum. Hier hinten habe ich einen liegenden Baum entdeckt, der noch ein paar Äste mit Nadeln dran hat. Da sind noch so ein paar Nadeln dran. Hier
Der Ast hier, der gehört noch zum liegenden Baum. Hier habe ich mir schon einen abgesägt. Den werde ich mir jetzt, das werde ich mir mitnehmen, dass ich so ein bisschen Nadeln habe, so ein bisschen Dämmmaterial für was auch immer, um ein bisschen das Shelter nachher winddicht zu kriegen von den Seiten. Also, was habe ich dabei zum Shelterbau? Die mein Flaschenvideo gesehen haben von der Seven vs. Wild Flasche, die erinnern sich vielleicht. Ich habe hier einen Notfall-Biwaksack, der ist noch so wie in der Flasche war, nur das Vakuum hat nicht dicht gehalten. Aber ansonsten ist das dieser ganz normale Notfall-Biwaksack, extrem dünn, von innen eben beschichtet wie so eine Notfalldecke. Der ist als Sack 2,10 Meter mal 90 breit und dann kann man ihn eben aufschneiden, dann hat er die doppelte Breite und ist dann eben 2,10 Meter mal 1,80 breit. Also eine richtig gute Größe, um ein Dach über einen Schlafplatz zu kriegen. Und dann habe ich die Säge, so wie ich sie in die Flasche gepackt hatte, ich habe sie jetzt schon zusammengebaut, das habe ich gestern gemacht. Das hat etwa eine halbe Stunde gedauert. Das heißt, es ist dieses Sägeblatt, da sind zwei Bohrungen drin. Dann habe ich auch in der Flasche gehabt diese beiden Schrauben mit Handmuttern. Was am längsten gebraucht hat, also am Zusammenbauen der Säge, war nicht das Holz zurechtschnitzen. Wenn man da ein weiches Holz, eine Kiefer oder so nimmt, dann geht das recht schnell. Ich hatte es in der Flasche eingepackt in Duct Tape, also einmal um die Klinge hier geklebt, damit die Zähne nichts kaputt machen. Und das war tatsächlich keine gute Idee. Also es lag jetzt monatelang mit diesem Duct Tape drumherum rum. Und ihr seht es vielleicht, hier sind noch so Tape-Reste. Und das Tape hier von der Klinge abzupulen, das hat tatsächlich gedauert und war echte Fitzelarbeit. Also da würde ich mir nochmal eine andere Lösung überlegen, wenn ich das tatsächlich, wenn das tatsächlich so in Einsatz käme in dieser Flasche und so, ne? Jetzt sind natürlich auch diese Tape-Reste auf der Klinge. Also die sorgen dann manchmal dafür, dass mehr Reibung entsteht in dem Sägespalt und vielleicht das Sägeblatt auch mal stecken bleibt. Also gar keine gute Idee, das so mit Duct Tape einzuhüllen. Wie gesagt, das würde ich nochmal anders machen. Ansonsten diese Säge mit dem Sägeblatt, so wie ich es in der Flasche hatte. Und dann nutze ich jetzt ansonsten einfach Holz aus dem Wald. Ja, es ist jetzt schon fast ganz dunkel. Deswegen werde ich jetzt gleich nach Hause gehen. Aber vorher will ich noch das Feuer ausprobieren. Denn wenn ich jetzt die Sachen fürs Feuer mit nach Hause nehme, dann ist ja klar, dass die morgen trocken sind. Das wäre ja geschummelt. Deswegen mache ich jetzt noch das Feuer. Und morgen geht es weiter mit dem Shelterbau. Also ich hole jetzt die Sachen aus meiner Achsel raus. Und aus meiner Bauchtasche spalte noch ein bisschen mehr Holz. Wie gesagt, ich möchte nicht nur eine Flamme haben, sondern die Flamme soll auch dauerhaft bestehen bleiben. Also das soll so groß sein, dass ich dann feuchtere Sachen reinwerfen kann und es trotzdem weiter brennt und nicht einfach wieder ausgeht. Genau, das ist die Idee. Zwar das Messer, was ich auch in die Flasche gepackt habe. Allerdings habe ich jetzt auch die Scheide dabei, denn bei dem Test heute soll es eher darum gehen, um die Tauglichkeit der Materialien für den Shelter und nicht, ob ich jetzt hier nochmal die Scheide bauen kann oder so. Hier an der Scheide habe ich einen Feuerstahl. Das ist hier der sogenannte letzte Feuerstahl deines Lebens. Mit dieser Halterung, die man eben an so eine Messerscheide ranschrauben kann, sehr praktisch, hat man gleich alles beides zusammen. Ja, und ich musste dieses Messer mir hier oben abschleifen lassen, denn so wie ich es damals hatte, neu gekauft, ist es hier entgratet und taugt dann eben nicht zum Feuerstahl anreißen. Deswegen habe ich mir es hier so weit abschleifen lassen, dass man hier wieder eine 90 Grad Kante hat und damit auch den Feuerstahl schön anreißen kann.
Moin Leute, nächster Tag, ich bin wieder zurück im Wald und der Versuch Feuer zu machen hat gestern ja nicht geklappt und daraus habe ich gelernt, ich brauche wesentlich mehr Zündmaterial und darum, weil ich jetzt gerade hier schon wieder an der Birke bin, bevor ich zum eigentlichen Spot komme, versuche ich mir mal gleich da ordentlich was mitzunehmen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ja, ich glaube, das Messer muss raus. Gestern war da so ein schönes loses Stück, aber der Rest sitzt wohl noch relativ fest. Also jetzt erstmal heißt es Zunder sammeln. Ich bin zurück am Spot. Wie ihr seht, ist es schon wieder dunkel. Nicht ganz, aber ich habe sehr lange an dieser Birke rumgepult. Ich habe ordentlich was zusammengesucht. Das ist die ganze Birkenrinde, die ich gesammelt habe. Einen zusätzlichen Teil habe ich mir in die Tasche gesteckt. Ich habe unter meiner Outdoor-Hose habe ich eine Jogginghose an. Und da habe ich quasi in die Tasche der Jogginghose jetzt die andere Rinde zum Trocknen gesteckt. Weil da ist es schön warm, der Stoff ist saugfähig, dass das ein bisschen besser trocknet. Und jetzt geht es mit dem Shelter weiter. Also bisher habe ich ja nur Material gesammelt. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, diese Äste sind alle ziemlich krumm. Das taugt vielleicht zum Bau eines Shelters, eines Daches. Aber das ist für ein Trapperbett nicht gerade genug. Darauf werde ich nicht schlafen können. Deswegen muss ich mich jetzt auf die Suche machen nach geraderen Stöcken. Zumindest fürs Trapperbett. Also das ist jetzt meine Aufgabe und das wird natürlich beim Schnee und im Dunkeln echt eine Herausforderung. Mal sehen, ob ich was schaffe. Ich muss ansonsten mit dem klarkommen, was hier ist. Ich werde noch ein paar Äste von dem Baum hier absägen und ja, mal sehen, was ich finde. Ihr seht, ich polstere jetzt das Trapperbett mit den Nadelzweigen von dem umgefallenen Baum, an dem ich gestern war. Das Problem ist, da hängt überall vereister Schnee drin und den muss man natürlich einigermaßen da rauskriegen. Ich glaube, was dafür richtig gut wäre, um das Eis hier rauszukriegen, wäre jetzt so eine Bartbürste. Wenn man jetzt bloß so eine Bartbürste dabei hätte, aber sowas nimmt man ja nicht auf so eine Survival-Trips mit, ne? Ich bin weitergekommen, habe jetzt hier so ein A-Frame aufgebaut, der ist noch nicht ganz verschnürt. Ich habe noch hier die Schnur, die ich in der Flasche hatte, die ist total vertüdelt, weil die hier so runtergerutscht ist von dem Aufgewickelten. Und ja, jetzt muss ich noch hier zu Ende verschnüren, aber man braucht ja Gott sei Dank immer nur recht kurze Stücken. Ich bin kein großer Knotenmeister, deswegen wird das hier einfach nur irgendwie vertüdelt. Hauptsache, es kann nicht auseinanderfallen. Ich mache hier einfach einen simplen Doppelknoten. Ich habe ja beide Notfall-Biwaksäcke mit, die ich in der Flasche hatte. Und ich werde jetzt den hier aufmachen, weil da die Schnur nicht drum ist. Und dann testen wir das jetzt mal. Wenn es nicht funktioniert, muss ich nach Hause gehen.
habe hier diesen Teil vom Rahmen entastet. Das hier ist der eigentliche Sack. Hier ist jetzt die Öffnung. Und jetzt müsste man das eben... Aha. Das ging schon mal leicht. Oh ja. Ja doch, das ist quasi eine Sollbruchstelle. So. Und die Naht lassen wir jetzt zu. Und jetzt haben wir hier 2,10 Meter mal 1,80. So. Ich habe jetzt hier nochmal so eine Schnur gespannt, weil ich die Plane nicht nach hinten weiter schräg bis zum Ende wegspannen will, sondern hier quasi lieber so ein bisschen gerade runter. Und deswegen haue ich hier jetzt nochmal einen Erdnagel rein, an dem ich dann die Plane befestigen kann. So, und jetzt habe ich hier einfach so einen kleinen Tannzapfen von dem Baum, von dem ich das meiste Material habe. Einfach eine Schlaufe. Den Tannzapfen hier in die Ecke. Mach das Ding drum. Und jetzt, ihr legt das hier drüber. Geht zweimal durchs Innere und einmal außen durch sich selbst. Und jetzt kann man das hier spannen. So Leute, ich bin soweit. Shelter ist fertig. Es ist jetzt 20 vor 9. Und jetzt gebe ich euch mal die Roomtour. Davor ist noch ziemlich chaotisch. Ich räume gleich noch ein bisschen frei. Ja, ich habe, wie ihr vorhin schon gesehen habt, die Plane über den A-Frame gespannt. Könnte geiler sein, aber ich habe halt hier keine geraden Stöcke. Das ganze Material, das waren nur Äste von diesem umgestürzten Baum. Und darum ist halt alles durchgebogen. Ich habe nichts Gerades, fast. Ja, und dann habe ich halt an den Ecken hier so tippimäßig noch Stöcker rangestellt einfach. Äste rangestellt und da noch mit Nadeln zugemacht. Das ist einerseits für den Kopf, dass ich mich safer fühle, dass ein Tier nicht einfach hier ran kann und an meinem Kopf schnüffelt. So, das... Ja, und dann einfach, dass der Schnee nicht von der Seite reinweht, ne? Dass es wind- und vor allem schneedicht ist. Habe ich hier an beiden Seiten gemacht. Ja, hier ist es nicht ganz so dicht. Ich hatte dann keine Nadeläste mehr. Der umgestürzte Baum war auch nur begrenzt, was er dann noch an Nadeln hatte. So, und dann habe ich hier natürlich mein Trapperbett. Das habt ihr ja auch vorhin schon gesehen. Ich habe es halt leicht mit Zweigen ausgelegt. Also das soll jetzt nicht als großartige Isolation dienen, denn ich habe Isomatten dabei, sogar zwei. Das ist hauptsächlich einfach, um die Unebenheiten in den Lattenrost quasi auszugleichen. Also, dass man einfach nochmal ein bisschen Federung hat und ein bisschen Ausgleich, dass es ein Tick weicher wird und die groben Dellen, die durch die ungeraden Stöcker kommen, dass die halt ein bisschen ausgeglichen werden und ich dann so ein bisschen weicher und ebener liege. Und da kommen jetzt aber nochmal Isomatten drauf. So, vielleicht nochmal kurz dazu, warum das so niedrig ist. Man könnte es natürlich höher bauen, um dann angenehmer drunter sitzen zu können, aber es kann ja schneien und Schnee ist ja viel leichter und wird ja vom Wind viel mehr getragen. Das heißt, Schnee kann bei geringerem Wind schon viel krasser von der Seite kommen. Und um das einfach zu vermeiden, dass der Schnee hier von der Seite reinkommt, habe ich es einfach ja, sehr niedrig gebaut und eben hier auch noch schön übergezogen, dass ich nicht den Schnee heute Nacht irgendwann von der Seite reinkriege. So, das war so mein Gedanke. Jetzt will ich noch mir einen Grabstock schnitzen oder sägen, um da ein kleines Loch vorm Shelter zu graben fürs Feuer. Und dann ja, muss das heute mit dem Feuer klappen. Ich habe natürlich ein paar Notfalltricks dabei, auf die ich aber eigentlich nicht zurückgreifen will.
sondern ich will es so versuchen, wie ich es gestern versucht habe. Und mein Gedanke ist jetzt, ich habe es ja gestern angekriegt, ich habe eine Initialformel gehabt, aber ist das Initialmaterial, das Zundermaterial hat nicht gereicht, um die Flamme so lange anzulassen, bis die größeren Stücke an waren, weil es halt alles so nicht so ganz trocken ist. Und deswegen werde ich jetzt aus Kernholz von dem toten Baum hobeln, was das Zeug hält, und einfach eine riesige Menge an Zundermaterial machen. Also wirklich gigantisch viel. Und dass ich einen großen Vorrat habe zum Nachlegen. Das ist mein Plan. Das mache ich jetzt nochmal eben. Ich denke, ich werde es jetzt mal versuchen mit dem Feuer. Ich zeige euch mal, was ich alles vorbereitet habe. Hier habe ich gespaltenes Holz. Ja. Und hier habe ich den Topf voller Birkenrinde und Kleinkram. Ich werde das Feuer separat anmachen und versuchen, aus dem Topf nachzufüttern. Das ging schnell. Na, geht schon wieder fast aus. Na, okay, das hat nicht funktioniert. Ihr seht, da zündet einfach nichts. Ist alles noch ein bisschen zu feucht. Deswegen versuche ich es jetzt mal mit Zunderschnur. Das ist mein erster Joker. Hier habe ich Zunderschnur. Ich glaube, die wollte ich auch in die Seven vs. Wild Flasche packen. Die kommt als so dicke, gewachste Hanfschnur. Und die dröselt man dann so auf. Und die entzündet eigentlich sehr gut. Thank you.
Ihr seht es, es bleibt einfach nicht an. Alter, wie schwer ist das, ein Feuer anzumachen? Bei so einer Witterung. Okay. Ihr habt es gesehen. Ein einziges Versagen. Außer dem Zunder brennt nichts wirklich. Okay. Ich werde meinen dritten Joker holen. Nee. Meinen zweiten? Ach, ich weiß es nicht mehr. Kerze. Ja. Ja, mit der Kerze hat's geklappt. So, ich habe vergessen, mir einen Löffel mitzubringen, um mein Abendessen zu essen. Darum baue ich mir jetzt noch schnell ein. Fueron tantos años, tanta tierra cruzando océanos. Tantas idas y venidas, nuestras huellas en médanos. Todo lo que sentimos y lo que aprendimos, lo que nos propusimos, nos sirvió para ser lo que ahora somos. Lo que ahora somos. Tanto compartimos, descubrimos. Todo lo que vivimos, todo tuvo sentido. Nada hemos perdido. Nos sirvió para ser lo que ahora somos. Es ist jetzt 10 vor 4. Ich liege hier in meinen beiden Schlafsäcken, also Tropenschlafsack und Defense 4. Ja, das Feuer war zwischendurch komplett ausgegangen. Also die ganze Glut war weg. Es war aber alles noch voller Kohle. Ich habe jetzt mit dem Feuerzeug irgendwie 2-3 Kohlestücken angezündet wieder. Und dann durch Pusten das Ganze wieder vergrößert. Mir ist nicht wirklich warm, aber so richtig frieren tue ich auch nicht. Ich merke einfach, ich verliere Wärme. Aber es ist nicht so viel, dass ich jetzt hier liege und zitter. Aber es ist genug, dass ich nicht, also ich kann irgendwie einfach nicht schlafen. Ich war jetzt, glaube ich, auch durchgehend die ganze Zeit wach. Ja, ich werde jetzt noch mal versuchen, die Augen zuzumachen, nachdem ich jetzt das Feuer wieder, also die Glut wieder in Gang gebracht habe. Wenn ich da jetzt ordentlich puste, dann kommen auch noch mal Flammen so. Aber ich fand es echt erstaunlich, dass es komplett ausgegangen ist. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich erstickt, weil dadurch, dass es in dieser Kuhle ist, halt nicht wirklich Sauerstoff gut drankommt. Aber dass so wenig, also dass es so komplett ausgeht, das hätte ich echt überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, das glimmt einfach so zu Ende, bis alle Kohle auch weg ist, bis es nur noch Asche bleibt.
dass es einfach so ausgeht, ey. Also ist krass, ne? Wie viel Arbeit ein Feuer sein kann, wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Guten Morgen. Die Nacht ist überstanden. Ich bin tatsächlich dann doch irgendwann eingeschlafen. Weil ich echt nicht mehr mit gerechnet habe, sogar geträumt. Und ja, es ist, ich habe gerade schon geschaut. Es ist kurz nach 8. Immer noch minus 2 Grad. Ja. Das ist krass. Also mir ist nicht so richtig kalt die ganze Zeit, aber man merkt einfach, die Kälte nagt an einem. Man merkt irgendwie, man verliert Wärme, man verliert Energie. Und es ist ganz schwierig, sich irgendwie damit wohlzufühlen. Also es ist wirklich ganz neue Erfahrung. Ja, das Feuer ist auch ausgegangen, beziehungsweise durch. Diesmal ist keine Kohle mehr übrig, außer hier an dem. Jetzt ist hier wirklich nur noch Asche übrig. Der Ast, und den hatte ich noch irgendwann raufgelegt, der hat auch so ein bisschen sogar Feuer gefangen. Aber der ist sogar ein bisschen weggekokelt. Ja, aber der ist halt, das ist alles zu feucht noch innen drin, um einfach alleine weiter zu brennen. Ja, mal gucken. Ich hatte mir hier nochmal Schnee geschmolzen. Ich hatte Glück, es hat nicht erneut geschneit. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Dach hier dass das Dach schon noch, keine Ahnung, einen halben Grad Unterschied macht oder so. Durch die Reflexion meiner Wärme oder vorher halt der Wärme des Feuers. Also die Idee war ja auch, das Feuer, was dann hier ist, strahlt die Wärme ab und die geht dann hier rein und reflektiert auf mich runter und reflektiert zurück, ne? Dass ich sozusagen von oben die Feuerwärme so ein bisschen abkriege. Ja, es ist ganz komisch. Ich friere nicht, aber trotzdem bin ich irgendwie durchgefroren. Also irgendwie ist mir warm, aber irgendwie auch nicht. Ganz komisches Gefühl. Im Moment hätte ich einfach Lust weiter zu schlafen, aber es macht nicht wirklich Sinn. Also es ist jetzt 8 Uhr. Also, ich habe halt, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde geschlafen oder so. Oder vielleicht sogar 2, ich weiß es nicht. Ich fahre lieber nach Hause und lege mich da nochmal hin. Ja, das heißt, ich werde jetzt hier aufstehen, einpacken und dann das hier so einigermaßen abbauen, dass es mehr oder weniger natürlich aussieht. So, das Lager ist wieder abgebaut. Ich mache mich auf den Heimweg. Langsam ist mir auch ein bisschen wärmer geworden durch die Bewegung. Und für mich war es tatsächlich das erste Mal bei solchen Temperaturen draußen. Es war auch das erste Mal alleine im Wald zu schlafen. Und es war mein erster Shelter, den ich gebaut habe tatsächlich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir noch mal in die Kommentare, ob ihr bei solchen Temperaturen draußen schlafen würdet. Und würdet ihr ein Shelter bauen? Oder wie würdet ihr das anstellen? Ich bin gespannt. Ich kämpfe mich hier jetzt noch mal durch dieses Waldstück, durch den Schnee. Und dann geht's zu Hause, ich glaube, unter die warme Dusche. Also, das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt warm.